richtig spannenden Sachen, die kommen dann oft erst im Master, ne, die Vertiefungen, aber das Grundstudium bleibt halt einfach ja, anspruchsvoll. Und ja, da komme ich eigentlich zum nächsten Ansatz. Wenn man bei physikalischer Technik einen Umweltschutz davor hängt, dann ist es automatisch beliebter bei Frauen. Und bei der E-Technik ist es ähnlich mit den Erneuerbaren. Aber das Studium bleibt schwer. Ist es trotzdem eventuell ein Ansatz, dass man sagt, man macht die Studiengänge interdisziplinärer? Dass man zum Beispiel Kunst mit reinnimmt, was sehr viele Frauen interessiert und was auch ein Ansatz kürzlich von Thomas Sattelberger war, der gesagt hat, von STEM zu STEAM, also sprich, die Arts müssen da noch rein. Oder geht das nicht? Ist das nur ein Deckmäntelchen? Martina? Also es gibt einen Trend bei Studiengängen. Wir haben ja so viele mittlerweile in Deutschland, da hat ja kein Mensch mehr den Überblick, was gibt es eigentlich alles. Also das ist ein Problem. Und das andere Problem ist eben genau die Namensgebung. Und wir müssen uns eben ganz genau überlegen, was wir wollen an Qualifikationen. Und ich glaube einfach, dass sich die Anforderungen schon stark verändert haben. Wir brauchen nach wie vor diese Hardcore, die schweren Studiengänge, aber nicht ausschließlich. Und ich glaube, es ist durchaus, die Zeit ist überreif, dass wir Studiengänge anbieten, die systemübergreifend sind, die also wirklich verschiedene Kompetenzen im Systemverständnis auch vermitteln. Was wir für die Energiewende dringend brauchen, also da brauchen wir auch die Spezialisten, aber noch viel stärker, weil es davon sehr, sehr wenige gibt, eben die Systemintegratorinnen. Und das ist ein ganz heißes Eisen. Also wir diskutieren da regelmäßig drüber, welche Inhalte in Studiengängen drin sein müssen und welche nicht. Und ich bin ein großer Freund von Elektrotechnik Light mit bestimmten Anreicherungen, die einfach auch die Frauen interessieren. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie drüber nachgedacht, die Kunst mit reinzubringen. Aber ich habe schon nachgedacht darüber, zum Beispiel das Thema Naturschutz mitzunehmen. Also auch Dinge wie Psychologie, Wirtschaft. Also über solche Dinge haben wir alle schon nachgedacht oder ich auch. Und ich glaube, in die Richtung sollten wir auch alle weiter denken in der Ausbildung. Und versuchen dort maßgeschneiderte Sachen oder attraktive Sachen zu kreieren. Da müssen wir Lernenden uns auch noch ein bisschen an die Nase packen und sagen, okay, wir trauen uns jetzt mal, was ganz anderes zu machen.